Okay, bevor wir jetzt aber zur Karosserie fahren. Ja, wie Könige behandelt zu werden, wäre natürlich nicht schlecht. Das hätte schon was. Aber bevor wir da hinfahren, gucken wir trotzdem noch mal kurz auf die Karte. Mal kurz die Route noch mal zu überprüfen. Ich meine, hier hinten wäre ein Ballon. Wäre vielleicht nicht mal zu doof, den vielleicht noch vorher kurz abzuklappern. Da müssten wir aber auch durch ein Minenfeld, ne? Ja, wobei wir können, glaube ich, dran vorbeifahren. Dann sollte das auch passen. Dann machen wir kurz den Ballon, um aufzuklären, was in dem Gebiet so ist. Und danach holen wir uns die Karosserie. Das ist der Plan. So, dann fahre ich einfach mal los. Let's go. Es ist so schön, ey. Ich werde es wahrscheinlich noch jedes Mal sagen, wenn wir hier aus der Base rausfahren. Aber es ist echt so wunderschön, diese Aussicht. Oh Mann. Ich will jetzt nicht kämpfen, bitte nicht. Okay, die haben es aber auch nicht gesehen. Oder es interessiert sie gerade nicht. Alles in Ordnung. Einfach weiter. Die Vogelscheuche interessiert mich jetzt gerade auch nicht. Einfach durch zum Ballon. Können wir gleich machen, aber eins nach dem anderen. So, ich parke mal hier. Das schaut schon so aus wie eine Garage. Guck mal an. Upsi, ein bisschen angekratzt. Oh Gott, ich bin ja mal der Beste. Oh, 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 hallo. Was willst du denn? Oh, ey, nicht so, ja. Oh Gott, okay. Einen schweren Schlag müsst ihr da benutzen. Okay. Ist hier ein Konvoi? Das hat sich nach Konvoi angehört? Nee. Das war einfach nur in der Musik. Na komm schon. Hier. Nimm die. Lass sie schmecken. Oh Gott. Nein, hörst du auf? Au. Was glaubst du denn, wer du bist? Okay, jetzt aber. Und noch eine. Ihr müsst die Verteidigung durchbrechen und dann können wir normal schlagen. Jawohl. Der hält aber auch gut aus, aber nicht genug für uns. Griffa ist in der Region aufgetaucht. Kurz die Beute mitnehmen. Zwei Schrott, naja. Gut. So. Oha, gerade das mal die erste Werbung bei dir gesehen. Was ist da los? Keine Ahnung, also das ist Ram. Man kann die ja leider nicht ausschalten bei Twitch, dass man Werbung vorher hat, aber das kann mal passieren. Das ist tatsächlich krass, dass es das erste Mal passiert dann bei dir. Aber da habe ich leider keinen Einfluss drauf. Das Einzige, was ich machen kann, ist manuell Werbung zu schalten, aber das tut ja natürlich keinem gut. So. Gucken wir uns mal hier um. Ich denke, wir haben alle. Die wären bestimmt rausgekommen, hätten die da irgendwie Verstärkung. Ein Messer, perfekt. Und hier drüben ist wieder ein bisschen Schrott. Eins von drei. Wieder so ein kleiner Außenposten hier. Ah, guck mal, ein bisschen Hundefutter. Das gönnen wir uns jetzt erstmal. Mh, lecker. Dinky D. Also so viel verdient man ja durch Werbung leider auch nicht. Das ist, naja, es gibt bessere Art und Weisen, da ein bisschen was dazu zu verdienen, aber schon true. Aber die Aussicht hier ist aber auch schön. Wir brauchen, glaube ich, einen Aussichtscounter, also wie oft ich das sage, wie schön die Aussicht doch ist. So, was haben wir denn hier oben? So ein kleiner Tisch, das ist doch der Ballonkorb, oder nicht? So, und hier auftreten. Na komm schon, lass mich rein. Hier hatten wir den Ballon. Die Frage ist nur, ob genug Benzin drin ist, das werden wir gleich rausfinden. Ab nach oben. Da hinten Gastown. Absolut krank. Habe ich schon mal gesagt, wie schön die Aussicht ist. Dry Gusty. Region entdeckt. Ein Stank Jump Lager in der Schwierigkeitsstufe 2. Hm, lieber noch nicht. Ich weiß nicht, wir müssen uns mal die 1er erst ran trauen. Die Schwierigkeit 1. Das ist eine starke Vogelscheuche da hinten. Was haben wir denn hier sonst noch? Todesfahrt, okay.
Da ist wieder so eine Art Brücke oder so, die mal existiert hat vor Ewigkeiten. Ein Sniper da hinten am Horizont. Noch eine Vogelscheuche. Ah ja, natürlich. Hier ist ja eigentlich Ozean gewesen. Dann macht es natürlich Sinn, dass hier so eine Brücke drüber ging. Das ist dann schon ganz klar. So, hier hinten. Mehr Vogelscheuchen, mehr Sniper. Da hinten ist unser Ziel, die Karosserie, die wir abholen sollen. Noch mehr Vogelscheuchen. Ist da oben? Ein Öltransferlager, okay. Da ist Yeats Festung, unser Zuhause. Aber ich glaube, das wär's dann auch schon wieder in der Region, oder? Oder ist hier unten in der nächsten Umgebung noch irgendwie was versteckt? Ich glaube nicht. Dann würde ich einmal mal... Was haben wir denn da? Der bringt gerade irgendwelche Leute um, oder? Der lebt noch da, eine. Richtung Festung. Okay, da schauen wir gleich vorbei. Erstmal kurz die Karte aufdecken. So. Irgendwo hier an der Straße war das. Ich markiere es mal. Hier so ungefähr. Da werden wir gleich hingehen. Und vielleicht können wir da noch helfen. Warte, da hinten. Der hat da wahrscheinlich irgendwelche Leute, die da einfach versucht haben, Wasser zu finden, überfallen und ja, schlachtet die gerade für sein Mittagessen. Das finde ich aber nicht so gut. Müssen wir helfen. So, mal schnell raus hier. Hier hätten wir noch Benzin. Ich weiß nicht, haben wir noch Benzin im Auto? Ich glaube nicht. Das haben wir ja im Startgebiet dann weggeworfen. Kann ich mit dem Benzin klettern? Nein. Okay, ich hoffe, der hält lang genug durch da hinten. Ich muss jetzt erstmal kurz das Benzin ins Auto bringen. Schnell. Da hinten. Ich sehe schon. Ja, der wird noch ein bisschen brauchen. Das passt schon. Kann es da aufbewahren. So, ein kleiner Vorrat dann. Das finde ich halt auch krass, einfach, dass der Tank leer gehen kann. Bist du mitten im Nichts und auf einmal ist der Tank leer und dann kannst du erstmal zu Fuß losmarschieren und ist halt alles vorbei. So, was haben wir hier oben noch? Ein bisschen Wasser. Na also, unsere Feldflasche ist ja leer, da haben wir ja den Überlebenden was gegeben. Trifft sich das ganz gut. Nehmen wir alles mit. Ja, damit. So, einmal wieder voll gemacht. Sehr gut. Ist hier sonst noch was? Ein bisschen Schrott. Oh, ein bisschen ist gut gesagt. Das ist ja mal einiges an Schrott. Schrottpalette. Oh, okay. Sehr gut. Und sonst noch, hier hinten ist noch ein bisschen Schrott. Und ich glaube, dann haben wir hier auch schon wieder alles. So, 100%. Jawohl. Dann noch einmal nach unten. Und dann versuchen wir mal den Leuten da zu helfen, sofern es da noch was zu helfen gibt. Was glaubt ihr denn, was der da macht? Ich könnte ihn natürlich auch einfach snipen, aber ich fahre jetzt einfach mal hin. Ich will es jetzt schon mal sehen vom Nahen. Gucken wir jetzt mal. So, Kollege, was machst du da? Oh, es sind zwei. So, du kriegst erstmal eine Harpune. Oh, sorry, Leute. Ja, jetzt sind sie auf jeden Fall tot. Na, müssen wir nicht. Den kriegen wir auch so. Oh, na, schade. Er will fliehen? Ernsthaft? Nee, nicht mit mir, Kollege. Okay, hier ist eine Mine, na, da fahren wir ja nicht rein, wir bleiben auf der Hauptstraße. Oh, der ist schnell, der Junge. Aber nicht schnell genug. Oder? Naja, doch, den kriegen wir. Na los, uns mit Nitro noch. Wir kommen näher ran. Das reicht aber noch nicht. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Kleiner Kratzer. Oh, na, ist gut gesagt. Ein großer Kratzer. Ne, jetzt reicht mir, jetzt nehme ich die Schrotflinte. Jetzt regt er mich auf. Komm schon, wir müssen noch ein bisschen näher ran. Ah.
jetzt habe ich ihn. Friss das. Wie schmeckt das? Du reparierst den Wagen, ich sammle schnell den Schrott ein, beeil dich. Okay, die haben uns nicht gesehen. So viel dazu. Beeil dich! Scheiße! Oder? Na, alles gut. Die sind umgedreht. Okay, alles gut. Habe ich kurz gedacht. Aber alles in Ordnung. So, schnell die Schrottteile von dem Auto. Wir sind viel zu weit gefolgt gerade. Aber es könnte knapp sein. Er hat mich gesehen, ja. Er hat mich. Uff. Kannst du dich bitte beeilen? Ist es fertig? Aua. Okay, weg. Oh nein. Wir sind in den Konvoi reingefahren. Nix wie weg. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Wie wir zurückkommen. Da hinten ist die Festung. Ich folge einfach mal der Straße. Ich hoffe, dass wir von ihm wegkommen. Einen Konvoi brauche ich jetzt gerade echt nicht. Schon auf der Straße bleiben. Benzin ist noch in Ordnung. Alles gut. Okay, hier war ja der Ballon. Genau. Ich schau mal, ob die Leichen noch da liegen. Kann ja ganz gut sein. Genau. Schau mal, ob du was reparieren kannst. Das ist ein Witz. Okay, komm, versuch's nochmal. Es reicht nicht für ihn. Es reicht nicht. Ah, den kriege ich. Warte, den Schrott nehmen wir mit. Das war ein Überfall oder so. Jetzt aber. Oh, das ist so geil. Was auch immer das hier war. Ein Motorteil oder so. Ah, hier liegt noch was. Alles immer schon mitnehmen. Das brauchen wir ja. So, und dann direkt weiter. Ich finde aber auch cool, dass das Zeug hier noch da gelegen ist. Also, dass die Leichen noch da sind. Dass es nicht direkt despawned ist. Da hinten sind welche in der Wüste. Und nichts. Vielleicht brauchen die unsere Hilfe. Mal hinschauen. Nicht durchs Minenfeld! Oh Gott! Die sehen uns nicht. Oh nein, die schauen hier nicht her. Wir müssen aufpassen. Ich bin ja vorhin erstmal in die Mine gefahren. Freunde, ihr lauft auf dem Minenfeld zu, ist euch bewusst, ne? Ich hab Wasser, hier. Hier, nimm. Ihr braucht es gerade mehr als ich. Ist nicht giftig, hier. Ein Geschenk. Yes. Water. I'm too weak to care. It's delicious. What about you? Sonst noch irgendwas, oder? Dann würde ich wieder, ne? Schön, es war schön, euch zu sehen. Da in den Leuchtturm könnt ihr gehen, wenn ihr wollt. Das ist sicher. So, wie kommen wir jetzt denn? Wieso ist die Todesfahrt schon wieder markiert? Hier unten ist das... Ach du Heilige, hier unten sind diese Quellen, die wir markieren sollen. Ja, was? Ich frage mich, ob wir auch schon in die Gebiete können. Naja, gucken wir erstmal weiter. Wir holen uns jetzt endlich mal die Karosserie. Zögern wir jetzt schon lange genug raus. Was ist das? Einfach nur ein Suchbereich, okay. Der Straße folgen und dann sind wir direkt da. Lang genug jetzt rausgezögert. Los geht's. Es gibt halt auch so viel zu tun, ey. Das macht so viel Spaß. Okay, die Lampe nehmen wir mit. Jawohl. Der Rauch da vorne, das könnte ein Konvoi sein. Reparier mal den Wagen. Ich schau mir das mal ganz kurz an. Zwei Wägen.
Ja, das ist schon ziemlich viel auch. Das muss ein großer Konvoi sein, ja. Da sind sie. Okay, die fahren aber in die andere Richtung, also alles in Ordnung. Und wir wollen hier rüber. Never mind. Ja, alles in Ordnung, oder? Die haben uns nicht wirklich gesehen. Oder? Okay. Naja, ich meine, wenn sie nicht wollen, muss ich jetzt auch nicht unbedingt kämpfen. Da wäre ein kleiner Außenposten, aber nein, wir fahren jetzt direkt zum Ziel. Wir müssen jetzt hier mal endlich da was erledigen. Ich kann nicht immer alle 5 Meter stehen bleiben und mich ablenken lassen. Warum ist der da stehen geblieben? Was hat der? Und schon lasse ich mich wieder ablenken. Okay, komm, den müssen wir uns kaufen. Und sein Wagen ist fast kaputt. Das war jetzt halt geschenkt. So, aber schnell, bevor die wieder zurückkommen. Keep an eye on the car. Yes, I have a protector, Saint. Den Schrott mit. Please. Bin ich wieder da. Okay. Und los geht's. So, was ist denn das da vorne? Ich hoffe, das ist nur ein kleiner Außenposten. Hier brennt auch irgendein Frack. Warte mal, war das hier bei der Statue nicht ein Top-Dog-Lager der Schwierigkeitsstufe 3? Da fahre ich jetzt mal nicht lang. So, was haben wir hier? Oh, hallo! Was hast du denn da Schönes? Zeig mal her! Das ist ja cool, das hätte ich gern. Gib mal her! Komm! Teil mit mir! Oh, okay, das war gemein. Ich habe gar nicht hingeguckt. Nimm das! So, danke schön. Das nehme dann mal ich. Oh, ja, das ist eine schöne Waffe. Danke dir. Fail to recognize the sacred parts of the great spiritual schemes scattered across the hills and valleys. I recognize their scrap as holy treasure. Die Karosserie, da ist sie. Munition einsammeln. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen Schrott. Möchtest du erstmal das? Einmal Schrott gibt's hier noch irgendwo. Können die aber auch nach oben. Karosserie machen wir als letztes. Hier gibt es irgendein Bauteil. Okay, was für eins ist das? Mal schauen. Schrottcrew, 2 von 4. 2 Teile fehlen uns noch. Sehr gut. Aber das war's hier dann auch. Irgendwo muss noch ein Schrott versteckt sein. Oh, das war hoch. Okay, abgerollt. Professionell hier unterwegs. Was haben die denn hier? Wollten die hier auch ein Auto bauen, oder? Ah, da ist der Schrott, guck mal an. Habe ich nicht gefunden. Ein einzelner Schrott, ja, natürlich. So, Karosserie nehmen, stecken wir uns in die Tasche, oder wie? Ah, oder so. Karosserie freigeschaltet. Okay, baue die Verbesserung für den Check an. Das heißt, jetzt müssen wir zurück in die Festung, oder wie? Schrott. Schrott ist die Währung des Ödlands und sollte nie verschwendet werden. In Chums Händen kann Schrott in mächtige Verbesserungen für den Magnum Opus und Max selbst verwandelt werden. Schrott kann quer durchs Ödland auf unterschiedliche Art und Weisen verdient werden. Der einfachste Weg ist es, Lager oder Suchbereiche zu durchsuchen. Doch Max kann auch Schrott verdienen, indem er besiegte Feinde und Fahrzeuge plündert. Das wissen wir eigentlich schon. Magnum Opus? Chums Schöpfung, der Magnum Opus, ist eine Maschine mit enormem Potenzial. Ihre Verbesserung ist der Schlüssel zu Max' Überleben im Ödland. Verbesserungen für den Magnum Opus werden freigeschaltet, indem man die Bedrohung vermindert und können mit Schrott gekauft werden. Benutze die Werkstatt, um den Magnum Opus jederzeit anzupassen und zu verbessern. Okay. Dann müssen wir jetzt mal
Nein, muss ich nicht, oder? Ich kann es auch hier machen. Warte mal. Angenommen, wir gehen jetzt mal hier. Genau, wir haben ja das Werkstattmenü. Jetzt drücke ich auf Erzengel. Genau. Nö, warte mal. Kannst du mal. Ah, genau. Babyauspuff. Die Uneingeweihten würden wohl jetzt meinen, sie wären auf dem rechtschaffenen Weg. Doch wir brauchen mehr. Bitte sag, dass du das auch so siehst. Erhöht die Höchstgeschwindigkeit um 20% im Vergleich zu einem Standardauspuff. Bauen wir erstmal für 300 Schrott ein. 300. Bitte was? 300 Schrott. Okay, das ist krass. Na dann, rein damit. Installiert. Und was brauchen wir hier noch? Shovelface, erblicke den heiligen Körper, den sie Shovelface nennen. Darin würde der Magnum Opus sicher gut aussehen. Ändert die Karosserie des Magnum Opus zu Shovelface. Ja, das können wir einfach machen. Ich meine, den haben wir jetzt gerade gefunden. So, der ist jetzt installiert. Und jetzt fehlt uns nur noch dieses eine Teil hier. Klassiker des Ödlands und 100 Schrott kostet es dann. Ein Babygitter mit Schienen. Da müssen wir noch ein bisschen weitermachen. So, aber jetzt erstmal beim Max kurz reinschauen. Schlagringe. Oh ja. Faustkampfbandage. Gerade genug, um meine Knöchel zu schützen und etwas mehr Schaden zu verursachen. Fäuste fügen Feinden 10% zusätzlichen Schaden zu. Kostet aber 50 Schrott. Aber ich meine, wir kämpfen halt auch die ganze Zeit mit den Fäusten. Ich denke, das ist eigentlich ein gutes Upgrade-Vorschau. Schau mal an. Ja, doch. Komm, wir machen das einfach mal. Hier. Die 50 Schrott sind gut investiert. Let's go. Und schon sind wir wieder pleite. Yay. Was können wir hier mit dem Kopf machen? Mittellange Haare mit Bart. Max Bart und Haare geraten außer Kontrolle. Oh lol. Dann können wir uns quasi so eine Art, ja, Haarwachstum einbauen, manuell. Ich weiß ja nicht. Ich meine, wir könnten natürlich. Ach, warum nicht? Komm, wir probieren es einfach. Wir können es ja jederzeit wieder ändern. Wir können es ja wieder abrasieren. Also, ja damit, genau. Mittellange Haare mit Bart. Was gibt's noch hier? Schultersturm. Bauchschuss. Eine Exekution mit der Schrotflinte, die umgebende Feinde einschüchtert. Ja, moin. Tja, wir haben halt leider nicht genug Schrott dafür aktuell. Was haben wir hier vorne? Handgelenkbandagen. Ja, da haben wir auch nicht genug Schrott, also später dann mal. Aber cool. Pfade zu Götgashes Festung. Schaut ganz interessant aus jetzt hier. Die Lackierung fehlt halt ein bisschen, dann wäre, glaube ich, noch krasser. So, wo sollen wir jetzt hin? Warte. Was? Was? Ja, okay, wenn es sonst nichts ist. Bitte was? Ja, einmal komplett auf die andere Seite der Map. Gut. Ich werde jetzt hier erstmal, warte. Ich will mal irgendwie so einen Bereich überfallen. Hier, was haben wir denn da? Das ist Schwierigkeitsstufe 1. Haben wir was in der Nähe, was Schwierigkeitsstufe 1 ist? Das war ja 3. Das hier, 2. Ich würde mit 1 anfangen. Nehmen wir das hier. Fahren wir hier um die Umgebung, schauen uns diese zwei Informanten hier noch an oder was wir da machen können. Und dann machen wir mal dieses Transfer-Tanklager, die Netze, zerstören die Transfertanks. Und dann schauen wir einfach mal, was da so bald rumkommt. Ich meine, zu tun haben wir eh genug. Das ist wohl klar. Gucken wir einfach mal. Beziehungsweise wir könnten mal kurz hier auf dem Berg, wenn wir eh schon da sind. Da ist ja auch noch irgendwas zu erledigen. Ich weiß noch nicht, wie wir da... Muss ich einfach den Berg hochlaufen? Warte mal hier. Kurz probieren. Wenn ich jetzt hier den hier mache? Nö, okay doch. Die ignorieren dich hoffentlich. Oh
Oh nein. Was haben die vor? Die machen bestimmt nur Pause. Die machen gerade einen kleinen Snack und dann ist alles wieder gut. Die Scharfschützen zielen hierher. Was treibst du da? Kann man dir helfen? Round here, there's only one lad brawny enough to take us serious. Stump grinder. Nasty doggy. Now I know for a flaming fact that he just hates flickering flames and fire. Be a good way to deal him some suffering. Okay, interessant. Top Dog Lager, der große Beobachter. Ein großes Lager unter einer riesigen Statue. Es wird vom Top Dog Stump Grinder verteidigt. Den Informationen zufolge ist er anfällig für Feuer. Zusätzliche Informationen. Starke äußere Verteidigungslinie, versteckter Eingang unter dem Bauwerk, versteckte Beute hinter der Arena des Top Dogs, Belohnung, Informationen im Logbuch gespeichert. Okay, also es gibt versteckte Beute hinter der Arena und es gibt einen geheimen Eingang unter dem Bauwerk. Und da ist ein Konvoi. Würde ich halt auch gerne mal überfallen, aber die haben halt zwei von den guten Fahrzeugen dabei, die hinter dem Tankwagen fahren. Da haben wir mit einem schon echt riesen Probleme gehabt damals. Aber jetzt haben wir eh schon wieder ein besseres Fahrzeug, also vielleicht könnten wir uns das doch mal angucken. Jetzt ist mal die Frage, was machen unsere Freunde da unten überhaupt? Was haben die vor? Ja, jetzt haben sie mich auf jeden Fall gesehen. Oh, sie steigen aus. Na, dann komm her. Hier. Und du auch noch. Für dich nutze ich nicht mal ein Messer. Das ist es jetzt nicht mal wert. Okay, die Autos können sich hier einfach mal stehen lassen, aber den plündern wir noch schnell. Ein bisschen Schrott. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich glaube, es ist sogar das, was da hinten raucht, oder? Wo wir jetzt hinwollen. Mal schauen. Checken, Aufnahme läuft noch, alles in Ordnung. Jo. Da bin ich immer so ein bisschen paranoid. Ich hatte das halt, ja, habe ich schon oft genug, glaube ich, erzählt, aber ich hatte es ja auch schon mal, dass ich als die Legende, die ich bin, nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Kann man dir noch helfen? Ich könnte ihn erlösen. Es tut mir so leid, aber die Kugel. Scheiß drauf, für einen guten Zweck. Vielleicht gibt es ein Achievement. Ich erlöse dich von deinem Leid. Okay, gab jetzt nichts dafür, aber er musste nicht mehr leiden. Was? Magic. Okay, das ist ein Hexenwerk. Ich fahre da mal lieber weiter. Mit dieser schwarzen Magie hier will ich nichts zu tun haben. Was? Was ist denn da los? Hier vorne haben wir noch eine Vogelscheuche. Können wir auch direkt mitnehmen, wenn wir schon da sind. Oh, schau mal an. Da chillt sogar noch einer. Wer bist denn du? Alles gut bei dir? I'm cast out from Balefire. Their leader Jeet judged me and found me wanting. No fighting spirit left. Too broken and old for their battles against the hordes of Gastown. So what'll it be? Help me with this loot and split it? Or corpse me and take it all? Fünfzig Schrott hinzugefügt? Bitte was? Okay, krass. Aber wir haben es doch eigentlich gar nicht verdient. Ich bin nur vorbeigekommen. Du kannst gerne alles haben. Aber gut. Oh nein. Einfach nicht bewegen. Alles ist gut. Okay, und wir gucken jetzt mal hier nach oben. Also danke für den Shot, ne? Voll nett. Kann ich hier? Ja. Okay. Wenn ich jetzt hier so. Oh, die ist stark. Oh, ich glaube nicht, dass wir da was ausrichten können mit unserem Wagen. Kleine Blutspur hier.
Ja, denn da oben geht's aber auch nicht mehr so gut. Wir hatten schon mal bessere Tage. Scheiße, Alter. Yo. Gut. Ja, das Spiel ist nicht ohne Grund ab 18, habe ich gehört. Wir probieren es jetzt mal. Ich glaube nicht, dass ich die niederreißen kann. Aber danke für den Start. Das war nett. War hier auch noch so eine Metallblockade. Da komme ich halt auch nicht durch, wenn ich nicht schön gerade hinfahre. Warte. So, dann probieren wir es mal. Harpune Stufe 3 benötigt. Jo, das wird erstmal noch nichts.